Kleine Maus. Du, ne? Da komm mal, ja. Aber das ist auch schön hinten mit diesem Bettchen. Aber sie haben Fußbodenheizung herauf, dann macht das gar nichts. Im Bad nicht hier. Hier nicht? Nein, nein, aber die, das ist gut warm hier. Ja, Der Kleine geht jetzt in die Wurfkiste rein. Und die Wurfkiste, die hatte außenrum Stangen, damit sie keinen zerlegen kann. Aber das hat man überhaupt nicht gebraucht. Das ist bei mir auch nicht drin in der Körbe und trotzdem hat das noch nie einer tot gelegen. Obwohl das bei Leuten viel vorkommt, höre ich immer. Wieso? Ich weiß das nicht. Schatzmann, da komm du mal. Komm mal vor. Hör mal, versteckst du dich hier? Hör. Da werde ich, neuer Papier rutscht ja nicht, damit sie mit den Beinen nicht wegrutschen. Nur noch ein Krepppapier oder so was rein tun. Nee, ich mache immer so Badematten davor, gummierte Bäder. Wenn das Papier nachher weg ist. Hallo, ich habe euch auch noch was mitgebracht. Da geht es schön rein. Ja, aber sie sind alle vier schön. Ja. Da kommt mal. Die Öhrchen müssen zum Stehen kommen, deshalb müssen die jetzt immer geschnitten werden. Mal gucken, was sie für eine Maschine hat. Das haben sie schon oft gefilmt, gell? Ja, wir haben von der Geburt an alles. Toll. Alles in rosa für Mädchen, gell? Süßes Gesichtchen. Hallo. Sag mal. Ja, heute sind sie genau vier Wochen alt, ja? Vier. Ja. Und da sind sie ganz normal. Für vier Wochen sind sie schon munter so auf die Beine. So, jetzt wird der Teppich da weggezogen. Oh, die machen euch sowieso noch Unordnung. Das fängt noch an. Wenn die erst einmal so drei Wochen älter sind, oh weh, dann ist was los. Da bleibt kein Handtuch und nichts mehr hier. Süß, die Kleine da auch. Hat sie schön kopiert, schön kurz. Manchmal haben sie, ja, sehr kurz sogar. Manchmal haben sie nämlich solch lange Schwänze, ja, ja. Das ist ja nicht schön. Hat sie schön kurz gemacht. Dann rauchen jetzt zwei.